Herzlich willkommen zurück bei The Witcher 3 Wild Hunt. Mann, jedes Mal, wenn ich starte, ne? Ich liebe es. Ich liebe meinen Rechner. Die ersten paar Minuten sind immer melancholische Gedanken an meinen Computer, an meine Computer. Es ist der Wahnsinn. Können ja eigentlich nochmal gemeinsam, wenn ihr Bock habt, Steuerung Z, Alt Z. Genau, das sieht gut aus. Leistung. Ich find's ja faszinierend, ne? Vor allen Dingen bitte ich euch mal, das Augenmerk auf die CPU-Nutzung zu legen. Und auf die GPU-Nutzung von mir aus sogar. Also die Grafikkarte, die 3090, ist entspannt bei knapp 50 Grad. Die CPU ist bei 30 Grad und das ist einfach nur malerisch. Es ist maxed out auf 4K mit, Anti-Aliasing Max, alles auf Max. Alles auf Max. Ja. Maus, weg. So, okay, soviel dazu. Ihr wisst ja, ich bin fasziniert von der ganzen... ich bin einfach zufrieden. Gut, Fragezeichen. Wir brauchen es eigentlich nicht markieren, wir folgen dem Weg sowieso. Und ich markiere mal hier die Weggabelung, nicht, dass ich die nachher übersehe oder sowas. Und wäre mein Vorschlag, dass wir jetzt gemütlich mit Plötze einmal den Weg lang reiten. Entspannt, langsam, aber reiten. Ach, ich habe die Kamera vergessen. Von der Belichtung her ist es ein bisschen besser. Es ist wieder natürliches Licht. Es ist kein Keylight. Ich möchte das anmerken. Es ist natürliches Licht mal wieder. Schönes Licht. Und ich kann das fast verzögerungsfrei sogar in meinem Aufnahmefenster spielen. Es ist faszinierend. Es ist derzeit wirklich faszinierend, was technisch so alles möglich ist. Ich sitze gerade im Schneidersitz. Wundert euch nicht. Okay. Ich finde die Kamera... Oh. Die Kamera ist, wenn man reitet, ein bisschen zu nah an Geralt. Oh. Ich muss kurz galoppieren. Nicht so schnell, Plätze. Okay, da unten ist, glaube ich, eine Höhle. Da wollen wir rein. Ja. So. Schön am Ende der Kopf, ey. Habt ihr das gehört? Okay. Au. Und ich habe wieder kein Bild. Ich habe mich nicht drum gekümmert. Okay, dann komme ich halt runter. Gut. Jetzt kommt noch mehr Sonne rein. Ach, ist das schön. Ohne Keylight ist das geil. Also mit Keylight sieht es so aus. Wobei ich das dann natürlich wesentlich dunkler machen könnte. Und wärmer. Wärmer! Nee. Macht wirklich keinen Sinn gerade. Gar keinen Sinn. Ja, komm her oder lass es bleiben. Mir egal.
Was? Geralt, es ist nicht tot. Okay, also hier in der Schräge kommen die Viecher nicht so richtig klar. Kriegen wir alles gelöst, ist gar kein Problem. Okay, dann machen wir es halt auf die etwas zähe Art und Weise und schließen endlos viele Armbrustbolzen auf unser Liebesstück hier. Und? So. Okay. Na gut. Ja, irgendwas stimmt mit dem Signal von der TV-Karte in den Monitor nicht. Da muss ich nochmal. Jetzt gerade habe ich auch wieder so grüne Streifen teilweise. Also für euch ist alles gut. Das ist auch okay, das machen wir die Aufnahme jetzt auch noch. Aber ich werde nach dieser Aufnahme definitiv mal meine Verkabelung checken und die vielleicht mal austauschen. Das geht so nicht. Los, los! Seid brave Wölfe. Mach langsam. Oha, bitte. Krass, wir sind auf der Landzunge hier unten. Plötzlich, du bleibst hier. Au. Okay, also es ist ein Leuchtturm, der sogar einen Namen hat. Guck mal auf die Karte mit Schnellreisepunkt. Leuchtturm Elverum. Der frühere Besitzer des Leuchtturms war ein bekannter Exzentriker. Er kümmerte sich nicht nur um den Leuchtturm, sondern schrieb auch Gedichte und webte Teppiche. Lief mittags nackig um den Leuchtturm herum und rief dabei: gesunden Verstand, gesunder Körper. Zum Frühstück aß er nichts als Fischschwänze. What the fuck? Was machst du denn hier drin?
Jetzt habe ich kein Bild mehr. Was ist denn los hier? Du solltest nicht hier drin sein. Kein Bild, keine ernstzunehmenden Gegner. Zeig mir, was du zu bieten hast. Schnell, Geralt, jetzt! Mein Gott. Kannst du auch unnötig schwer machen. Ja, wie gesagt, mit der Verkabelung muss ich gucken. Das will ich jetzt aber nicht machen, weil dann schmiert mir nachher OBS ab, wenn ich jetzt zu viel mit den Signalen rumspiele. Und auch ein sehr geiler Soundtrack hier. Und der Monitor ist wieder ausgefallen. Schon wieder. Benutzen! Okay, jetzt bin ich verwirrt. Es scheint einen Grund zu geben. Der fällt ja immer gleich aus. Also er fällt jetzt mehr aus als so. Oh. Ja, ich mach mal kurz Pause, Leute. Ich bastel mal eben rum. Wartet mal, das geht so nicht. Das stört mich extrem. Wartet. Jo, ich habe die Gunst der Stunde ergriffen und war schnell auf Toilette. Jetzt sollte es klappen. Ah, scheiße. Ich habe den Monitor nicht. Moment. So, mein Gott, Entschuldigung. Ich habe den Monitor nicht richtig zurückgestellt. Jetzt sollte es aber passen. Und ich hoffe, das Bild bleibt jetzt. Bild, bleib! Bleib bei mir! Ich habe keine Ahnung. Kamera an. Ich habe keine Ahnung, Leute. Gut, Inventar, wir sind überladen. Wiegt 6. Und der Sattel... Die gleichen Sattel. Oder der gleiche Sattel. Oh. Wie wär's, wenn wir einfach beides wegwerfen, ganz ehrlich. Wir können es die mal angucken. Schick. Weg. So nötig haben wir das Geld auch nicht. Okay, wunderschöne Aussicht. Jetzt aber runter hier. Und ich hoffe, wie gesagt, das Bild bleibt jetzt. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht war irgendein Kabel nicht richtig eingesteckt. Ich habe nochmal alles kontrolliert. Jetzt sollte es eigentlich funktionieren. Okay. Bist du des Wahnsinns, Geralt? Okay, jetzt müssen wir aber einmal noch hier vorne gucken. Weil hier natürlich noch die Inselspitze, die Landzunge, wie man ja so schön sagt, wesentlich länger ist. Es ist schon echt beeindruckend, oder? Sag doch mal. Und mein Vorschlag wäre, dass wir da jetzt einfach mal rüberschwimmen. Da ist sicherlich was drauf versteckt.
Okay, Armbrust ist ausgerüstet, perfekt. Mikrofon ein bisschen näher an den Mund, so. Okay. Hört ihr das draußen? Ich hoffe nicht. Leider gehören die Sirenenkämpfe in die Kategorie gut gemeint, schlecht umgesetzt, weil die zu oft buggy sind, die Kämpfe. Das ist mega schade. Ja gut, was heißt buggy? Die fallen halt ins Wasser, ne? Fliegen dann wieder hoch. Das ist ein bisschen doof, weil dann hat man eigentlich das einzige Werkzeug gegen die, nämlich die vom Himmel zu holen. Ist eigentlich außer Kraft gesetzt. Sehr schön. What the fuck? Auch Geralt. Tastensalat, beziehungsweise Stick Overrolling. Geralt. Geralt. Bist du hässlich. Okay, ja, draußen sieht man, ich glaube, mit dem Laubbläser unterwegs. Man glaubt es kaum. Da wohnt man am Ende vom Dorf und genau um 15 Uhr fallen den Leuten ein, dass sie ja noch an einem Mittwoch mit ihrem Laubbläser durch die Gegend laufen müssen. Na gut, jedem das seine. Kann Geralt bitte... Dass er sich immer automatisch wegdreht, ne? Also ich mach das nicht. Okay, holy crap. Das Wasser des Todes. Hier ist irgendwo noch Loot. Dankeschön. Gott sei Dank. Versteckter Schatz, okay. Gefunden. Ihr hört das, glaube ich, wirklich, ne? Na gut, dann leidet ihr wenigstens mit mir. Ja, das wäre schon ein bisschen verrückt, da auch noch hinzugehen, oder? Das ist schon echt weit weg. Würde ich an der Stelle jetzt auch sein lassen. Da fahren wir mit dem Boot hin. Auf die Insel da. Okay. Von mir aus kann die letzte Sirene hier am Leben bleiben. Geralt. Run! Ah, don't do anything automatically. Dieses automatisch ins Wasser springen, furchtbar. Oh, nee. Lass doch die arme, hübsche Harpie in Ruhe. Oder willst du, dass Keramets dich für immer verfolgt, Geralt? Geralt, wir sind stärker als das. Gewalt ist keine Lösung.
Sag ich doch. Okay. Toller Ausflug. Ihr seht, alles nahtlos. Also wir hätten jetzt auch wirklich hier rüber schwimmen können und hier rüber schwimmen können. Alles nahtlos. Es ist... Ich weiß ja auch nicht. Ohne Worte. Ohne Worte. Ich habe auch nicht das Gefühl, Fragezeichen abzuarbeiten tatsächlich, sondern ich möchte gerne einmal rund um die Insel erkunden. Ich möchte keine Fragezeichen erkunden, ich möchte einfach einmal die ganze Insel umreiten. Ah ja. Wir haben noch gute 20 Minuten tatsächlich, also eine ganz lange Aufnahme wird das nicht. Und Plötze ist sogar noch da. Der Wind heult. Das ist Ruin da oben, ich glaube schon. Ganz so viel Zeit haben wir nicht, weil ich gleich noch jemanden abholen muss und dementsprechend noch weg muss. Was ist das hier? Achso, ist das Geweih von unserem Biest, oder wie das hieß. Ne, nicht Biest, ihr wisst schon. Komm schon, Plätze. Schon provozierend, hm? Also er war nur 30. Inzwischen bin ich da ja Schlimmeres gewohnt. Ach. Fuck. Ach, echt jetzt? Entschuldigung. Müssen wir ganz schnell nochmal zurücklaufen. Diesmal sogar ohne Harpy im Schlepptau. Komm, Geralt, Speed-Modus. Einfach überall drüber. Als gäbe es keine Klippen. Oh, der macht's gut. Er macht's gut. Das war mal ein Speedrun, oder? Wortwörtlich. Speedrun. Okay, Artskellig. Wir sind wieder zurück. Hallo, hallo. Da war kein Autosave vor dem Kampf gegen einen viel zu starken, Drakonoiden. Oder wie die heißen. Ich will es nicht wiederholen, aber Skellige ist halt so das komischste Gebiet im ganzen Spiel, weil es einfach so hart unnötig ist vom Umfang her. Und das ist positiv. Wie gesagt, das klingt negativ, es ist aber positiv gemeint. Es ist so unglaublich unnötig. Niemand hätte sich beschwert, wenn es Skellige nicht gegeben hätte. Jeder hätte wählen gespielt und sich am Ende gedacht, okay, das waren sehr schöne 100 bis 200 Spielstunden. Top.
Scheiße, genau. Holy crap. What the fuck? Okay, da haben wir, glaube ich, wieder ein paar bisschen Giftschaden mitgemacht. Sonst wäre es, glaube ich, nicht so gut ausgegangen. Also gut, in Anführungszeichen, aber what the fuck? Das war nicht schlecht. Das war in der Tat nicht schlecht. Entschuldigung. Mal eben nochmal Mails checken. Alles gut. Aha. Was haben wir denn hier? Ein ankerndes Schiff. Siehst du die Augen? Er ist... Was willst du? Nichts. Hab mich nur gefragt, was ihr macht. Wenn das kein Geheimnis ist. Geheimnis? Wir sind stolz darauf. Wir sind unter Blaujung Lugos hergesegelt, um die Monster in der Höhle der Träume zu besiegen. Monster, sagst du? Da habt ihr Glück. Kann ich mit Lugos reden? Vielleicht will er einen Experten anheuern. Wohin willst du, Rumtreiber? Auf unserem Boot treiben sich keine Fremden rum. Lugos erwartet mich. Zeig mir den Weg. Gut. Komm mit. Was? Ich verstehe nicht. Dann bleib hier und denk drüber nach. Meine Schwiegermutter vorne weg. Okay, interessant. Hallo? Dieses Schiff gehört jetzt mir. Weißt du, wann ich das letzte Mal Landratten auf dem Schiff hatte? Nein. Als ich Gefangene von Velen zum Sklavenmarkt in Nazair brachte. Jetzt sag mir, warum du hier bist. Den kennen wir doch, oder? Vom Leichenschmaus. Hast du nicht Arbeit für einen Hexer? Willst du vielleicht nach Spikaruk schwimmen? Hey, Jungs, nehmt seine Sachen und werft ihn über Bord. Warte, ich hörte, du willst in die Höhle der Träume. Kannst du da nicht noch ein Schwert gebrauchen? Oder zwei? Gib uns ein Dutzend Greifer und haufenweise Wyvern. Ich und meine Jungs werden sie... Du und deine Jungs wisst gar nichts über Monster. Greife und Wyvern teilen nie ein Revier. Tja... Vielleicht bist du ein bisschen Silber wert. Gut, ich nehme dich mit. Ich wollte gerade aufbrechen. Bereit? Was erwartet uns in der Höhle der Träume? Das hängt ganz von uns ab, denn... Ach, ich erkläre es später. Wechseln wir denn die Insel? Wir können los. Ist es weit? Nur einen Steinwurf. Sammeln wir die Jungs und gehen rein. Bald wissen wir, ob an den Legenden was dran ist. Okay, da vorne ist die Höhle scheinbar. Okay. Klingt nach einer spannenden Quest? Fragezeichen? Geralt, das sind die besten Krieger in meiner Mannschaft. Die kommen mit uns. Jorulf kennst du. Man nennt ihn Vielfraß. Tag. Und das hier ist Uwe Quasselström. Warum ist Uwe so still? Weil er keine Zunge hat. Was ist passiert? Hat er an einem gefrorenen Schwert geleckt? Nein, er hat sie sich rausgerissen.
weil er König Bran beleidigt hat, als er betrunken war. Jetzt kann er nicht mehr reden, aber er hat seine Ehre noch. Interessante Bräuche habt ihr hier. Erzählt ihr mir von der Höhle, bevor wir aufbrechen? Ich wüsste gern, wogegen wir vielleicht kämpfen müssen. Das kannst du nur selbst wissen. Die Alten sagen, dass man in der Höhle der Träume seinen größten Ängsten begegnet. Die einen nachts schreiend hochfahren lassen. Es kann etwas sein, was schon passiert ist, noch passieren wird oder auch nur passieren könnte. Ich frage mich, was ein Monster schlechter fürchtet. Doch genug geredet, Jungs. Zieht die Schwerter, los! Ich brauche mal kurz eine geografische Einordnung. Wir sind... Okay. Wir sind bei weitem nicht da, wo ich dachte. Ich dachte, wir wären hier in der Ecke. War ich hier jemals? Das ist jetzt wieder die große Frage, ne? Es kann sein, dass ich hier noch nie gewesen bin. Das kann sein. Ich versuche mal so ein bisschen vorzustürmen. Weil ich das Gefühl habe, als würden die sterben. Wenn wir nicht aufpassen. Wenn ich vor etwas keine Angst habe, sind es nicht. Sie sind nur der Anfang. Die echte Herausforderung wartet am hohen Ende. Was für die Mutter in Skellige nennen? Nein. Milchgard-Bahne. Kinder Milchgards. Weil sie schwarz sind, feige und grausam. Stirb, Abschaum! Verdammt! Zauberei! Hexerei! Leute, Monster plündern. Das Totem. Genau, wo es sein soll. Jetzt essen wir die Kräuter. Warum sollten wir das tun? Um weiterzukommen. Dahin, wo die Albträume sind. So will es die Legende und so machen wir es. Was sind denn das für Kräuter? Was hat der Druide gesagt? Schierling, Mohn, Nachtschatten und Bilge. Bilsenkraut. Holla, das wird vielleicht ein Erlebnis. Gut. Her damit. Nimm sie. Uwe, Jorulf, runter damit. Komplett. Ich fühle mich gar nicht anders. Du, Uwe? Du fragst einen Stummen nach seiner Meinung. Das kommt schon, Kumpel. Also los, gehen wir. Zeit, unseren Ängsten zu begegnen. Siehst du den Klingenrücken da oben? Er ist zu groß für einen Klingenrücken. Das ist ein Blauer. Ein Blauer? Bei der kurzen Schnauze? Ich glaube, das waren Drogen, Leute. Geralt hat Angst vor einem Wal. Ich fühle mich gerade wie im Freizeitpark. In so einer Gruselbahn oder so. Lang lebe der König! Das ist unmöglich. Ich sehe, dass du vom Kampf erschöpft bist. Setz dich zu mir, Sohn. Trink etwas mit. Erzähl von deinen Abenteuern.
Danke, mein König. Wir... Ich trinke nicht mit dir, alter Mann. Und ich nenne dich auch nicht König. Runter vom Thron. Solange es deine morschen Knochen noch hergeben. Uwe, du kannst sprechen? Ich habe nicht, aber... Und wieder beleidigst du mich, Uwe Quasselstrip. Beim ersten Mal überließ ich es dir, dich zu strafen und deine Ehre zu retten. Aber jetzt, jetzt wirst du sterben wie ein Trall. Die Aale werden deine Überreste fressen. Stirb, Abschaum! Kommt, Männer! Der mir den Kopf von Uwe Quasselstrip... Oh mein Gott! Für den Clan! Für Skellige! Zauberei! Hexerei! Okay, wir müssen uns jetzt den Ängsten von all unseren Begleitern stellen und unseren. Ich bin auf unsere sehr gespannt. Das habe ich, glaube ich, noch nie gemacht. Stirb, Abschaum! Jetzt kriegen wir aber richtig drauf gerade, ne? Alter. Okay, wir brauchen Ken. Hatte ich das falsche Schwert aus? Ne, ich muss scheinbar. Das Silberschwert ist schon richtig. Das nicht. Ne? Also mit mehreren gegen Schilde zu kämpfen ist furchtbar. Stirb, Abschaum! Zauberei! Hexerei! Oh ja! Alter, habt ihr noch Trommelfälle? Bei mir sieht's nicht so gut aus gerade. What the fuck? Es bewegt sich! Oder bewegen wir uns? Okay, ja, damit haben wir die erste Angst bekämpft. Es scheint also wirklich eine Etappenweise. Hey, sieh mal, fliegende Fische. Was ist daran seltsam? Die begegnen uns auf See doch dauernd. Ja, schon, aber die haben ja Flügel. Diese hier, die schwimmen durch die Luft. Das ist wie ein Freizeitpark, ne? Ich lasse gerade auch die Kamera bewusst mal aus. Ich kenne dieses Langschiff. Bringe euch um. Euch alle, ihr verdammten Seehuren. Versuch es doch. Aber ihn bekommst du nicht zurück.
hast ihn erschlagen. Du bist ein Vatermörder. Ist das die Höhle der Träume oder der Albträume, hä? Alting hat dich von der Schuld freigesprochen. Das hilft meinem Gewissen nicht. Gehen wir. Oh, ich erwarte laute Geräusche. Nicht erschrecken, Leute. Okay, diesmal ging's. Okay, cool. Ja. Tötet man ein Monster, kommt das nächste gekrochen. Das ist also der Albtraum eines Hexers? Nein, das ist sein tägliches Brot. Tanzen wir! Zauberei! Hexerei! Das Schwert irgendwie kaputt, aber dachte ich mir doch. Oh Mann, natürlich ein Wasservibe random hier drin. Hallo? Still, leise. Verdächtig. Das muss mein Traum sein. Ich fürchte gar nichts. Da war ich 3 Jahre alt. Seitdem habe ich hunderte Male gezeigt, dass... Du hast dich nass gemacht vor dem ganzen Dorf. Der Sohn des Jarls. Ach, diese Schande. Ich hätte dich verbannen sollen. Du bist eine Vision, ein Geist. Eine Vision deines Vaters, den du fürchtest. Weil du weißt, dass du ihm nicht gerecht wirst. Dass du ihn enttäuscht. Ich bin ein besserer Krieger, als er je war. Beweise es, du kleiner Pisser. Tanzen. Lukas der Irre. Okay. Wer ist jetzt der bessere Krieger? Wer? Lugos, lass ihn. Er ist nur eine Vision, das stimmt. Aber es gehört sich nicht. Wahr gesprochen. Okay, und damit fehlt doch eigentlich nur noch eine, oder? Und ihr wisst genau, wessen. Wenn sich zwei Gedanken kreuzen. Oh oh. Der
Reich der wilden Jagd. Alter. Für den Clan, für Skellige, tanzen wir! Eredin. Okay, der hat einen roten Schädel, von dem halte ich mich erstmal fern. Steh auf, Geralt. Es ist vorbei. Wir brechen bald auf. Doch erst dein Gold. Wirst du deinem Vater erzählen, was dir in der Höhle der Träume begegnet ist? Natürlich. Vor ihm fürchte ich mich ja nicht, was? Es war eine Ehre, an deiner Seite zu kämpfen. Leb wohl, Geralt. Oh Mann, das war eine coole Aufgabe. Eine geniale Aufgabe, oder? Oder? Ah, man kommt hier aber auch so rein. Seht mal. Okay. Ich hätte schon lange keinen Stufenaufstieg mehr, ne? Fällt mir gerade so auf. Ja. Ja, eine sehr coole Aufgabe. Ich hoffe, wie gesagt, ich habe sie damals nicht übersehen. Das wäre echt eine Schande. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Okay, und hier schließt sich der Kreis. So ganz so groß ist sie nicht wie in der Vision. Die Kräuter waren auf jeden Fall irgendwelche Rauschmittel. 27 Pilze, ja, ja. Okay. Ja, eine coole Aufgabe. Ich kann es nur wiederholen. Ich bin zufrieden. Hat richtig Spaß gemacht. Und dass dann vor allen Dingen Eredin und die wilde Jagd die größte Angst von Geralt sind, weil sie ja eben Ciri haben wollen, wegen des älteren Blutes, das sie ja in sich trägt. Super. Ey, das Schiff ist weg. Auch cool gemacht. Na gut, ja, beim nächsten Mal starten wir dann hier wieder durch. Ich muss jetzt los, jemanden abholen fahren, wie gesagt. Dann sehen wir uns hier diese Ruine an. Und wir geben uns hier hin. Und ich kann mir vorstellen, dass wir hier vielleicht Lugos finden, Lugos in Irren. Der teilt sich angeblich die Insel mit den Ankreids. Und ich glaube, das da oben ist auch die Festung von dieser Siedlung. Ich bin gespannt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal mit The Witcher 3. Das war die Höhle der Träume. Das war die südlichste Spitze, die südliche Landzunge. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann. Ciao.